Ja, ihr seht es ja wieder selber, wenn er jetzt Google tut, was die Woche wieder alles passiert ist. Und es ist nie langweilig. Waren auch nette Leute da, wie üblich. Gut, die Saison ist auch bald zu Ende, das ist die andere Zeit. Dann werden nicht mehr so viele uns besuchen. Mit dem Motorrad jedenfalls. Wir haben jetzt gerade so grob durchgeredet. Wir haben zum Beispiel vor, das erste Wochenende im Oktober, das ist dann das Wochenende, wo Tag der Deutschen Einheit ist, da fahren wir wahrscheinlich, wie es aussieht, mit unseren Motorrädern nach Italien, in die Toskana. Da wollen wir mal so 3-4 Tage darum eiern. Mal sehen. Wenn das was wird, ist noch nicht so ganz sicher, dann mache ich natürlich auch einen coolen Film drüber. Wird bestimmt schön. Das letzte Mal war ich in der Toskana, das war irgendwann in den 80er Jahren, also schon ewig her. Da freue ich mich drauf, wenn das klappt. Ja, dann bitte dann, wenn es geht, guck da halt da meinen Film. Der Tristan war auch wieder auf Tour, habe ich aber nur eine Kurzfassung gemacht, das seht ihr ja dann. Da gibt es noch lange Filme, wenn ihr das sehen wollt. Er hat 2 Touren gemacht eigentlich. Na naja, gut, ihr gebt ja eh Bescheid, Kommentare und so weiter. Macht's gut, bis dann. So, hier haben wir jetzt mal ein Bild Yamaha XS650 Original. Die hat damals schon Hochschulterfelge gehabt, sehe ich gerade. So, wir haben jetzt was da und das soll halt auf jeden Fall bleiben, der Seitendeckel. Gut, wir gehen jetzt gleich mal zum Motorrad. XS650, macht euch keinen Gedanken. Der Honda Tank, der ist geil. Am liebsten würde ich den ja abschwätzen. Ne? Wenn ich jetzt so einen Tank hätte, würde ich hier ganz Motorrad neu bauen. Aber gut. Den willst du nicht hergeben, ne? Nein. Nein? Er will nicht hergeben. Ich glaube, das ist von der 250er Honda Clubman, ne? Kann das sein? GP. Ja, ich meine, das heißt sogar Clubman. Ist egal. So, jedenfalls hier haben wir den amerikanischen Rahmen. Nur mal so für mich, das sind die Auspuff da unten festgemacht, sagt er. Und Hochschulterfelge drin. Das ist so geil. Die sehen noch richtig gut aus. Von daher sieht auch noch gut aus, das Rad. Ja. Hammer. So. Soll ich anfangen? Hier hinten der Träger kommt weg. Rechts und links, wo die Fußrasse dran sind. Weil beim amerikanischen Modell, wie ich gesagt habe, ist der Auspuff da vorne fest. Gut. Die Seitenblechhalter bleiben dran, weil die Seitenbleche kommen wieder dran. Das Ding ab. Ja. Gut. Dann bevor wir zum Rahmen gehen, gehen wir erst nochmal weiter. Die Dinger auch ab oder dran lassen? Ja, die lassen dran. Lassen dran. Okay. Dann hier drüben ist es genauso mit dem Fußrastehalter. Ab. Hier oben. Ab, ab. Ja. So. Sonst sehe ich jetzt eigentlich nichts Unnötiges. Und der Rahmen, der ist gar nicht schlecht, habe ich gerade gesagt. Ich mache hier hinten dann so ein Aluschussblech hin. So ungefähr in der Höhe. Wie das mit dem Originalbügel hier ist, weiß ich noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, die Halter, die kommen ab, die sind zu klobig. Das sieht scheiße aus. Da muss ich unseren Künstler hier hinwachsen lassen. Gut. Und dann wird halt Sitzbankplatte geformt, nehme ich an. Ne? Ja. Und es gibt einen Einsitzer mit Höcker. Cool. Die Elektrik machst du alles wieder so, wie es immer war, oder was? Wo die Batterie drin sitzt da vorne. Die sitzt wahrscheinlich da unten in dem Dreieck drin, oder? Die sitzt da drin, das mache ich oder so. Cool. Ja, machen wir mal was. Hier, wollen wir einen Sandstrahler nochmal geben, weil der ist eigentlich rostig, der Rahmen. Da kann der nämlich nochmal durchblasen, damit er wieder frisch ist. Willst du den dann lackieren, oder? Kannst du gut lackieren. Ja, kann ich machen. Ja. Gut, dann tun wir ihn grundieren und lackieren. Schwarz glänzend oder schwarz matt? Schwarz glänzend. Gut. So machen wir das. Aber der Künstler Dirk muss hier erst nochmal was machen. Gut. Tankhalterung müssen wir auch noch bauen. Fällt mir gerade noch im Nachhinein an. Aber wir haben hier ein Bild. Das soll irgendwann mal so ähnlich werden wie die hier.
Gut, er hat einen anderen Tank drauf, aber das ist jetzt interessant, aber so ähnlich vom Style her. Ein ganz normaler Kaffeeröster. Cool. Wir sind beim Alfred in seinem Fischteich. Guckt doch mal, Leute. Alfred, was sind denn das für Riesenviecher hier, die zwei? Kois. Was? Das sind Kois. Und die Rote? Das sind Goldfisch. Die sind aber ganz schön groß. Die Rote sind aber klein. Die Kois sind groß. Ja, aber die Rote sind auch groß. Ich kenne die Goldfische irgendwie kleiner. Ja, die sind ja halt alt. Ich habe ja keine Ahnung. Für trocken Wochenrückblick. Ja, hier. Da sind wir da zwei. Wo kommt ihr her? Erzähl's. Aus Holland. Wir sind Europäer und stecken in derselben Titanic. wir kamen gerade aus Südtirol und haben gedacht, also jetzt mal in der Hexenküche kurz ein Stippvisite machen, Stefan mal kurz Hallo sagen und live sehen, wie es hier alle zugeht. Und der Kaffee schmeckt dir, wo wir hier gemacht haben? Also der Kaffee schmeckt einzigartig. Wenn der Rest auch so gut ist, also komme ich nochmal zurück. Okay. Super. Und jetzt, ihr habt 3.500 Kilometer gefahren, gell? Ja. Ja. Und du sitzt da immer perfekt drauf auf der BMW. Perfekt. Das ist gut. Wie an der Schnüre gezogen. Ja. Du bist doch nicht so schnell gefahren, damit sie was von der Natur erlebt haben. Nein, nein, Stefan, nein. Sehe ich aus wie ein Hacker? Nee. Okay, dann hast du wieder Unrecht. Aber... Ja, auf jeden Fall, wettertechnisch habt ihr auch Glück gehabt. 1A, und ich muss sagen, also wir sind hier von der Autobahn gekommen, also hier in der Rhön kann man wirklich komplett gut fahren. Ja. Ich gucke nachher nochmal nach der Reife, weil du bist ja ein Holländer. Ob die noch eckig sind? Kannst du machen. Also die sind. Wir brauchen eigentlich ein paar neue Reifen. Also wenn du ein paar liegen hast, machen wir ein Geschäft. Ja, habe ich jetzt nicht da, aber sind die eckig oder sind sie rund? Also, weil wir in der Rhön, wir fahren die Reife immer am Rand. Weißt du, die sind seit Mitte haben die Profil seitlich abgefahren. Stefan, also schau dir das selber an. Ich hau da nicht auf den Putz, aber guck dir das selber an und mach da deine eigene Ahnung, eine eigene Geschichte draus. Na gut, dann gucken wir mal. Jetzt mache ich aber erstmal aus. Ja, okay. Mal das Motorrad fotografieren. Das ist sie. Die Touren BMW. Kennzeichen darf ich mit aufnehmen? Ja, klar. Okay. Das Finanzamt hört mit, also das ist kein Thema. Alles klar, hier, ihr Holländer, wenn ihr das Ding dann daheim seht, die Nummer 43, ne? Gefährliche Mann und die zwei. Und Paul, grüß dich. Paul, wir sind jetzt beim Stefan. Ja, pass mal auf, ich will noch mal was anderes. Ich will euch nur warnen, wenn ihr die BMW daheim seht in Holland, der Mann, das ist einer von den wenigen Holländern, der Kurve fahren kann. Der hat nämlich geübt. Danke, Stefan. In den Bergen. Na gut. Ja, schön. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Viel Erfolg mit deiner Schrauberei. Ja, das klappt schon. Grüß die Sippe. Mach ich. Alles klar. Jo. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Jetzt geht's dahin in die weite Welt. Cool. Hier, ihr vier Männer, ihr kommt aus Brandenburg? Ja, richtig. Ja. Was habt ihr denn für Motorräder? Da unten, da muss ich halt runterlaufen. Aber viel wichtiger ist, wir haben jetzt Bier aus der Gegend. Ja. Da guckst du, gell? Was mir hier alles kriege. Du. Er ist der Mann mit der 500er Honda, nur mal so nebenbei. Die haben wir dann auch noch im Programm. Und ihr bleibt jetzt übers Wochenende hier in der Rhön? Ja, morgen fahren wir dann weiter in Harz. Aha. Und vom Harz aus dann wieder zurück Brandenburg. Ja, da habt ihr ja eine richtig schöne Tour vor euch. Ja. Haben wir ja gerade schon mal drauf, das sind die Tourenfahrer aus Brandenburg. Du hast auch eine geile BMW hier. Meine Frau ihre. Die Frau ihre? Ja, gut. Ich mal fürs Wochenende nehmen. Du darfst die mal fahren und die dicke Fußraste drauf, cool. Ui, Enfield. Ich war auch mal Enfield-Händler. Mit der Einzylinder noch. Aber die ist dir. Das ist Bene. Die ist geil. Ich bin echt. Ich hab die erste Woche. Ja. Der Motor, der erinnert mich immer an die alten BSA-Motoren. Von den Rundungen, weißt du? Richtig. Das Ding ist einfach schön. Das ist geil. Und du fährst die 1400er? Ich fahr die, ja. Ja, die geht dir eh nicht kaputt. Die fährt. Da musst du die blöde anstellen. Da musst du die echt blöd anstellen. Und du hast umgebaut? Ja. Ah! Da muss ich erst mal die Luft anhalten. Einmal und frei hier.
Bei uns, ne, hier in der Gegend, da haben die Keller meistens so Mädchen drauf, oben ohne. Aber ja, da wird mir viel zu viel abgelenkt. Nervös. Ja, da würde ich auch nervös werden. Das sieht auch gut aus. Der Lenker ist auch geil. Der ist vor allen Dingen mal rumgedreht. Hammer cool. Nee, das ist echt ein schöner Bobber hier. Und ihr habt alt schwer Gepäck dabei, he? Falls ihr kein Zimmer kriegt, geht's in den Wald. So ist das richtig. Ja, dann noch viel Spaß, ne? Hammer geil, das Ding gefällt mir natürlich auch gut hier. Und schönen Dank. Ja, kein Thema. Die Yamaha raus, der Bobber. Ja. Gut. So, die Jungs sind Stadler. Ja. Du kommst jetzt gerade zu mir, ich soll ein bisschen was machen, aber wir fangen ja mal hier an. Du hast am 7.8.1997 bei unserem örtlichen Motorradcenter Fuller Kaman, bei dem habe ich übrigens immer angefangen zu lernen, da hast du eine Honda CX gekauft. Für 2.450 D-Mark. Yes. Hast du bar bezahlt? Aber sowas von. Okay. Cash. Und jetzt bist du bei mir. Du hast hier schon mal eine Kiste. Okay. Da ist sie. Da ist sie. Die CX für 2.450 D-Mark. So, und da soll irgendwas dran gemacht werden, aber wir fangen mal so an. Die Front hast du schon geändert. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, hast du schön gemacht. Alles von der 650er. Ja. Die Gabel auch, ne? Oder hast du mir das schon erzählt? Die Gabel ist alles von der 650er, das, ja. Rad auch. Und das die Bremsanlage, auch. Das ist einfach besser. Ja. Nee, die Front gefällt mir. Und du bist ja auch ein großer Kerl. Das will hier nichts hier mit Stummellenker und so weiter. Der Tank hast du auch schön lackiert. Okay, das ist alles das Schöne. Luftfüller hat er auch dran, KNN. Dahinter, das hat jetzt, so, jetzt geht's los, jetzt komme ich mir dran. Ja. Das soll hier anständig irgendwie gemacht werden, die Elektrik und so weiter. So, der Motor ist auch schön lackiert, ein Anthrazit, habe ich auch einer schon gemacht, ist gut. Ja. Sieht gut aus. Also Heckänderung. Das ist die Originalsitzbank, ja? Ja, fürchterlich. Ja. So, wichtig ist halt, weil du groß bist, wir brauchen hier von der Fußraste bis hier oben, ne, die Oberkante, ja. 53 cm. Wäre toll. Gut. Kannst du die Sitzbank runternehmen? Ja, selbstverständlich. So. Also das Chaos muss auch gemacht werden. Oh, wenn der Tristan diese Stecker sieht, kriegt er es ans Herz. Aber egal, das soll man auch noch alles schön machen. Ich will mich jetzt nicht auf Kleinigkeiten festlegen. Wir werden der Rahmen hier, wenn wir schon ändern, damit wir hochkommen. Und der Tank muss auch hoch, damit es eine Linie gibt. Der fällt nämlich original immer so ab. Ja. Und das ganze Spektakel soll man auch TÜV, ne, hast du gesagt? Auf jeden Fall. Ich möchte nicht die 1000 Zettel immer mit mir rumschlören. Ja. Gut. Matze, dann machen wir das einfach so. Das hoffe ich doch. Ja, mit Dirk hast du ja auch schon geschwätzt. Ja. Gut, wenn er nichts vergessen tut, glaube ich ja nicht, dass er was vergisst. Dann der hat ist schon alles Plan, gut. Hat schon Plan. Der weiß schon, was los ist. Ja. Dann würde ich sagen, dann fangen wir halt einfach mal an. Alles klar, das ist es. Hallo. Ja, die Lampen sind schon geil hier, die habe ich hier auch schon verbaut. Die hat so ein schönes, ja, Licht. Ne? Die Hupe da oben ist auch nicht schlecht. Hm. Schön versteckelt. Ja, alles klar. Das Motorrad hat insgesamt über 100.000 drauf, sagst du? Ja. Du sagst neue Kolbenringe? Neue Kolbenringe, gehohnt. Ach, Kolbenringe, ja, okay. Steuerkette. Neue Kettenspanner, Wasserpumpendichtung. Ja. Zylinderkopf, hast du auch was gesagt? Eingeschliffen, die Ventile schön neu eingeschliffen, alles eingestellt, 12 und 10. Und geplant hast du auch irgendwas, oder? Die Köpfe musste ich planen. Gut. Weil ich hab die Kopfdichtung sonst nicht mehr dicht gekriegt. Gut. Und irgendwie was Neues, wie an Kupplung und irgend sowas? Die Kupplung ist auch relativ neuwertig. Also hast du auch neuwertig? Die Schwingenlager sind auch neu. Aha.
Da quietscht nichts mehr. Die Konis hat Ikon, die machen das tatsächlich noch. Die habe ich hingeschickt. Ja. Die haben die überholt. Die haben die neu befüllt. Die haben diese ganzen Dichtungen drin gemacht. Das kann ich nicht. Das ist zu viel Aufwand. Ja. Haben die für einen Huni, haben die beide wirklich schick gemacht. Aber das ist ja cool. Wann denn? 1997 oder jetzt erst vor kurzem? Jetzt. Habe ich jetzt neu machen lassen. Die Federn habe ich lackieren lassen, beziehungsweise Pulver beschichten. Ja. Und den Rest habe ich dann zu Ikon geschickt. Ja. Und die haben so einen Service. Da schickst du die hin und dann machen die das Innenleben alles frisch. Weil die kosten ja ein Vermögen, die Schuhe. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, das ist gut. Die machen die richtig schön, weil die kosten, die kannst du noch kaufen, die kosten fast 600 Euro, ist ja unverschämt. Ja, ja, muss ja nicht sein. Die billigen von Louis wollte ich nicht. Ja. Und die haben die wieder schön gemacht. Gut. So, dann höre ich jetzt auf. Reicht jetzt, glaube ich. Cool. So, ihr Männer, hier ist manchmal Hochwasser, wenn man so an die Wände guckt, da bin ich auch hier schon hängen geblieben. Und das ist unser Fluss Kalbach, wo wir jetzt durchfahren. Ja. Ja. Ist ja kein Hochwasser, alles Pillepalle. Gut. Jetzt machen wir mal eine Kulturtour, ne? Kulturtour. Du bist doch der hier, guck mal in die Kamera. Du bist doch der mit der CX. Ja. Genau. 53 cm. Ich weiß Bescheid. Ja. Alles gut hier bei euch? Auf ja, super. Fall. Wir verstehen uns drin. Okay, wir fahren weiter. So, jetzt fahren wir hier so durch den Hof. Hoppla. Genau. Das ist ganz normal. Du hast ja gesehen, der Mann habe ich jetzt nicht gefilmt, dann wird sich herzlich begrüßt. Gut, dann fährt man halt auch langsam durch, weil hier rennen manchmal Hühner rum. Ja, und dann geht es dann halt da hoch. Alles klar. Durchgeschrotet. Ja, pass mal auf, ich will ja auch gerade mal, das ist das Tunnel Landrücken, lalala. Und da habe ich damals keinen Plan gehabt, denke ich, okay, das Tunnel kann ja nicht so weit gehen, das hört hinterm Berg auf. Geschissen. Es haben noch keine Bahnschiene da gelegen und so weiter und da bin ich mit meiner Enduro ohne Licht rein. Und wie lange ist der? Ich bin gelandet ungefähr 15 Kilometer später in Modges. Da waren wir es auch nicht so einfach, das sage ich euch. Ja, das sind jetzt hier so die Landwege. Sehr romantisch. Gut, jetzt hier ohne geht's ja noch. Ich muss mich aber jetzt gleich konzentrieren, dann mache ich das Ding immer aus. Weil ich muss ja auf euch aufpassen. Ne? Ja. Ja. Vorbestimmt seit dann? Ja, bestimmt. Ich mach keinen Scheiß heute. Hä? Das findet wirklich keiner. Doch. Noch nicht mal Google Maps. Google Maps? Wie bist du denn drauf? Bist du auf das? Guck mal, hier, da sind immer abends schön die Rehe auf der Wiese. Kannst du schön gucken. Jetzt halt nicht, so früh noch. Das Gnatschloch ist auch mal geil hier. Mensch, wenn da richtig Wasser drin ist und Gnatsch. Jetzt geht's ja. Okay. Hier, nur mal so, Junge, ne? Hier ist alles frisch und ne, neu gemacht. Nichts Gekauftes. Das Problem ist ja, jetzt trotzdem keine Eier, alles frisch ist. Die Eier esse ich, die kannst du bei mir drauf werfen. Ja, da gibt Stefan das Ei, komm, das ist überhaupt kein Problem. So. Beate, ich. Hä? Beate ist heute schüchtern, aber Beate hat hier geile Schnitzel heute vorbereitet. Guck dir mal, Leute. Nur für Stefan. Was hast du denn da für Schnitzel? Jäger, okay. Das sieht gut aus. Schweizer? Jetzt kommen die nächsten. Schweizer? Du machst ein bisschen Soße? Nee? Das ist ein Apparat, oder? Ihr Mädchen, lasst es euch schmecken, ne? Ja, okay. Ja, wir haben wieder neue Ideen. Richtige Gute. Ja. Wo waren wir jetzt eben stehen geblieben, wenn wir eben das Kraft machen? Ja. Du warst Wortführer. Ich habe gesagt, Stefan macht Upcycling. Wir machen aus alten Sachen, die kriegen ein neues Leben. Das ist eigentlich angewandter Umweltschutz. Das ist besser als neuen Kram kaufen, für den wieder Ressourcen verbraucht werden, das dann auch vielleicht weniger Seele hat, ja, das als sowieso. Aus was Altem, was vielleicht schon 20 Jahre im Keller gestanden hat oder was weißt du. Ja. Und du musst ja auch, also was ja eben mein Gedanke dazu noch war, wir sind ja richtige Hippies. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die Hippies, die fahren ja auch mal mit so alten Bussen rum und wir fahren alte Motorräder. Und was dann auch noch ist, wir sind ja auch so richtig gegen Plastik eigentlich. Ne? Ja. Alles, was an Plastik an den Mopeds dran ist, kommt ja auch weg. Das Beste ist, das wollen wir ja gar nicht. Und Metall kannst du immer wieder verwenden. Richtig. 100%. Ja. Kannst du immer wieder einschmelzen, was Neues draus machen. Zum Beispiel die Tipp, der macht das ja auch, der schmelzt das ein. Und nimm Fensterbretter als Kettenschutz. Ja. Ist ja auch wieder eine Weiterverwendung davon. Eigentlich müssten wir so bei Abriss hinfahren und mal die alten Fensterbretter schlauen. Und jetzt nur mal zu, weil du jetzt auch hier gerade in den Kreis sitzt, du bist ja, gehörst du zu diesen Flutopfern. Hey, mit dem Typ, ne, nur mal so, da habe ich ja mal ins Leben gerufen. Wenn das so weitergeht mit diesen Spender, du brauchst gar nicht so zu lachen, weißt du, dann musst du nämlich da nochmal spenden hier.
Dann laden wir die alle ein. Wir haben ja schon mehrere 50-Euro-Scheine da für dich kassiert. Ne? Mein Plan war sowieso, alle, die an dem Motorrad mitgewirkt haben oder irgendwas gemacht haben, auf der Sitzbank unterschreiben zu lassen. Das auf jeden Fall. Cool. Wusste ich gar nicht. Das hatte ich mir in den 2 Wochen überlegt, wo ich halt zu Hause war. Ja. Das wirklich sieht aber dann komisch aus, so Sitzbank, wo überall 3 Kreuze und ein Fisch drauf sind. Aber das ist halt so irgendwie. Ja, ich weiß halt so Altes. Und das ja, oder halt hier, wir machen es Native Society-Tafel drauf. Das ist vielleicht schon noch. Das wäre cool. Das wäre cool. Weil es ist seitlich. Oder auf dem Tank. Auf Tank, genau. Auf dem Tank ist auch nicht schlecht. Und was mir gerade auch auffällt, so einfällt. Wir verbauen ja auch viel LED. Das ist ja auch wieder erstens Strom sparen. Ja, ne? Ja. Da braucht die Lichtmaschine wieder weniger Leistung. Das heißt, das Motorrad verbraucht auch wieder weniger. Ja. Und die Böden gehen halt kaputt. Und wir sind ja nicht umweltbewusst. Nur mal so. Weil manchmal kriege ich auch so komische Kommentare. Ich wäre nicht umweltbewusst, weil was ich mache. Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Wir kaufen Fleisch beim Metzger. Nur auch nochmal so nebenbei. Ne? Hier kommt nicht so fertig Zeug auf den Tisch. Das genau. Stört stimmt. Ja auch noch dazu. Stimmt, ja. Die Wurst ist auch vom Landschlachter. Ja, genau. Ach, hier. Ja, biologisch. Moment, das muss ich euch zeigen. Moment. Er hier, sein Kollege, der ist ja gerade, der Kollege ist gerade bei der Kollege ist gerade. Ja. Na, was hopp. Das ist eine Wurst. Das macht Sinn. Halbe Meter Salami. Die ist nächste Woche fällig. Ja, das ist 2,2 Kilo echte Holstein. Geil. Holstein, habt ihr das? Sau geil. Ja. Mach jetzt keine Zeit, jetzt kann ich auch sagen, woher sie kommt. Ja. Na gut, können wir ruhig machen, weil wir haben ja keine Komplexe. Da fängt Umwelt, so machen wir ja, Umweltschutz. Genau. Das fängt nämlich bei jedem an. Nicht bei. Gut, da bist du jetzt nicht so drin, der Dirk, der Alfred und ich. Und manchmal haben wir auch Leute dabei, die sind ganz geil. Wir fahren nämlich alle 14 Tage zum Carlo und da essen wir Säukopp. Ja. Das ist immer was Leckeres. Und das ist ja auch eigentlich so. Doch. Nee. Doch. Nee. Es ist ja kein Säukopp in dem Sinn. Das ist alles schön zurecht gemacht. Das ist wunderbar. Ich mag das auch nicht, aber es ist ja eigentlich auch wieder, wenn was geschlachtet wird, hat es komplett verwertet. Klar. Ja. Früher war das ganze Tier. Richtig. Bis zur Klaue wurde von der. Ich kenne das noch. So, und heute haben wir die Filetkultur, wo nur das Beste ist, Schnitzelfleisch und was weiß ich, und der Rest kommt in Zuckerfutter. Das ist auch scheiße. Komm, wir versuchen wieder mal in die Motorradrichtung zu kommen. Ja. Wir jetzt Metzger hier werden. Na gut, egal. Auf jeden Fall, wie du sagst, die Dinger kriegen bei uns ein zweites Leben. Wie hast du es genannt? Upcycling. Ist der Fachbegriff. Neudeutsch. Englisch. Schützen lassen kann ich mir das letzte. Ne? Das gibt's schon. Das ist vorbei. Ich mache jetzt mal Ausweich. Jetzt. Wir diskutieren aber hier noch weiter. Ja, immer sonntags drauf. Die ganze Zeit MotoGP geguckt. Es war wieder ein geiler Kampf in der MotoGP. Ja, jetzt ist ja noch nicht spät. Das sind wir zwei jetzt mal ein Stück hier unterwegs. Nichts Besonderes, einfach so gleich ein bisschen rumeiern. Von dem MotoGP Racing Fieber runterzukommen. Bilder habe ich gemacht, habt ihr gar gesehen. Ich will heute auch gar nicht so viel filmen. Ich habe es ja, glaube ich, schon erzählt, wo wir gerade herkommen. War recht lustig wieder. Jetzt machen wir jetzt wir machen jetzt so eine kleine Entspannungstour. Und gucken wir mal, wie lange das dauert. Wir haben ja noch nicht spät. Es ist Sonntag, was haben wir? Ungefähr 3:30. Wir haben noch genug Luft, bis es dunkel wird. Ich sitze hier schon die ganze Zeit und mache mir allzu Gedanken, was ich für Geschichte erzählen kann. Mir fällt aber nichts Richtiges ein. Ich gucke gerade hoch, guck mal.
wollte sie mal Windkrafträder hinbauen. Wir stehen schon zwei. Zwei von denen Dinger stehen. Dann gab es Protest. Das ist hier noch Hessen. Dann gab es Protest und seitdem wird das nicht mehr weitergebaut. Da stehen diese zwei. Ich sitze hier auf der Bank, ne? Ja. Und da stehen jetzt ungefähr schon zwei Jahre die Türme und passiert nichts mehr. Alles eh auf der Welt. Alles wahnsinnig. Ich habe da so eine Geschichte im Kopf, ich weiß gar nicht, das passt jetzt vielleicht nicht ganz so zu dem Motorrad und zu, egal. Komm, ich habe sie die ganze Zeit irgendwie schon im Kopf. Ich versuche alles zu überlegen, was ich hier für Geschichte erzähle. Okay. 70er Jahre war es auf jeden Fall. Ich habe eben gerade so überlegt, der Otto hat vorher eine 57er Honda gefahren, die K0. Der hat aber dann, was ich im Kopf habe, da hatte Otto schon die München Mammut gehabt. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal erzählt habe. Dass der Günter Sachs mal den Otto angerufen hat, dass er, der Otto, es ging nach Bestellung bei Münch. Otto war vorm Günter Sachs und hatte der Günter Sachs ihn angerufen und hatte gesagt, Herr Lenhoff, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt, dass er bereit war, da irgendwie, was weiß ich, 2.000, 3.000 Mark mehr zu bezahlen, damit er vorher drankommt. Otto hat es nicht gemacht. Gut, das glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Jetzt nochmal, was ich im Kopf habe. Das war sonntags morgens. Bei uns daheim, beim Vater, da wurde sich halt öfters getroffen. Oder fast jeden Sonntag. Da war da der Otto, war ein Motzkerl, Mitte Münch. Dann, wann war das? Ich hatte doch keinen Führerschein. Ich war 14, 15, Anfang 70er Jahre, weiß nicht genau, 72, 73, ist ja wurscht. Jedenfalls, okay. Jetzt fange ich an. Treffpunkt. Bei uns sonntags morgens. Vater hat gehabt der Black Bomber noch, die 450er mit Vierganggetriebe. Der Manfred Schäfer aus Steinau, wir haben immer gesagt, der Mannix, das war damals ein junger Kerl. Das war der jüngste von denen. Der hat immer gefahren RD Yamaha, RD 350. War noch die Luft gekühlt, also da gab es noch kein Wassergekühlte. Und der Otto mit dem München Mammut. So, jetzt haben die drei Große da gesessen, haben sich ja da getroffen. Wo soll es denn heute hingehen und so weiter? Und der Otto, oder hat immer starke Maschine gehabt. Und der Mannix fragt, wo soll es denn hingehen? Und da sagt der Otto in einem Selbstbewusstsein, ne? Ihr Manfred, du mit deinem Teppichklopper, 350 Kubik. Du kannst dir die Strecke aussuchen, weil du fährst dann auch vorne weg, weil du bist eh der Langsamste. Okay. Mannix, nicht dumm, hatte Strecke rausgesucht. Die hatte ich auch hier schon mal auf Video, die bin ich auch gefahren. Fliede hinter Steinau-Ürzel. Richtige Ecke, lauter Action. Ne? Achso, bevor es zum Fahren ging, dann, ich wollte auch mitfahren. Ja, wo setzt Stefan sich drauf? Logisch, ne? Beim Otto, der hat stärkste Motorrad, 88 PS, glaube ich, hat sie in München gehabt. Okay, ich also beim Otto hinten drauf gesessen und dann ging's los. Und im Mannix hat er die Strecke ausgesucht. Der war natürlich nicht dumm. Lauter kleine Ecke. Und ich habe hinten bei dem großen Otto, hab dich da festgehalten an ihm, ne? Ich habe hier drauf gesessen. Der Otto hat, wenn er mal gerade drin war, er hat die München beschleunigt, da ging es ab. Da habe ich schon richtig Respekt gehabt. Na, jedenfalls, die Kurve wurde immer enger. Die Straße wurde immer wilder. Hat der Otto gestimmt. Der mit seinem Teppichklopper da vorne, da, das sind ja alles Feldwege. Und der hat getobt wie ein Rohrspatz. Weiß ich noch. Das ging aus Hinnersteinau raus. War eigentlich so eine Linkskurve, dann ging es so richtige geile Kurvenstraße hoch, paar Kilometer. Otto war gerade am Fluche,
der kannte ja die Strecke auch, hat ja vorher auch Bonneville gefahren und ne, runter und so weiter. Und er hat die Kurve nicht gekriegt. Er wollte natürlich mithalten, ist ja klar, weil bei uns ist es so, bei uns gibt es keine Feiglinge. Der wollte mithalten mit dem Eisenhaufen. Die Linkskurve, Bremspunkt hat nicht gepasst, da ging es geradeaus den Feldweg. Und ich hätte drauf. Da hat er nur gesagt, halt dich fest! Und dann ging es den Feldweg lang, volles Programm, damit haben wir abgekürzt. Die anderen sind da die Kurve gefahren da. Und dann, nein, wo man dann wieder auf die Straße kam, es ging ja, der Feldweg war gut, der ging ja eigentlich da schön geradeaus hoch. Waren wir wieder Erster. Dann, wo wir dann Erster waren, der Otto, oder der Otto, sag ich mal, ich habe ja nur drauf gesessen. Der hat sich so fett gemacht mit dem Ding, der Mennings hat keine Chance mehr gehabt und mein Vater auch nicht. An uns zwei vorbeizufahren. Das war so geil. Ja gut, was hat er geschimpft? So eine Scheiße. Na jetzt, wo hat Otto vorne war, dann ging es dann wieder weiter. Dann hat er dann die Straße vorne natürlich, ja, natürlich ausgesucht. Dann ging es dann schon auf die Bundesstraße. Ja, da haben die anderen zwei natürlich alles gegeben. Ich glaube, die Yamaha, der Mennings hatte mal was gesagt, die lief 180. Und ich habe hier am Auto mich festgehalten. Ne? Da ging es die Landstraße entlang, volles Programm. Gab es da noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, soweit ich weiß. Also, war eh wurscht, egal. Da war der Auto wieder Chef. Ja, das waren so sonntags morgens immer so, ne, je nachdem. Wie viel Uhr das war. Sagen wir mal, so im Schnitt waren es so 2-3 Stunden, wo da richtig abgerockt wurde. War schon gut. Ja, das fällt mir eben gerade so ein. Aber nützt ja nichts. Guck mal, wir sitzen hier. Es ist doch schön, oder? Es ist doch einfach schön. Wir gucken mal da hoch. Ja. Hier kannst du philosophieren. Und ich bin halt hier mit meinem Mädchen da unterwegs. Wir machen halt nur so einen Sonntagsnachmittagsspazierfahrt. Ich habe keine Renngene, ich habe auch normale Hose, normale Schuhe. Einfach so schön chillig. Ich und schön chillig. Cool, ne? Ja. Ich mach mal kurz aus, vielleicht fällt mir noch was ein, dann mach ich nochmal an. Gut, ich habe heute auch gar nicht so viel Lust zu erzählen, ich habe es nochmal angemacht. Nur mal was anderes, was ich gerade so belege. Wir haben jetzt heute 12. September, sonntags, ne? Letzte Woche war doch wer gewesen? Klemseck. Ist abgesagt, weiß ich alles. Mich würde mal interessieren, vielleicht weiß irgendeiner von euch. Ich könnte mir vorstellen, dass so der harte Kern, jetzt ohne groß Festival und Schissdreck, ich könnte mir vorstellen, dass der harte Kern sich vielleicht doch dort getroffen hat und am Campingplatz und auf der Wiese halt gezelt hat. Man hörst ja in den Medien nichts. Vielleicht weiß einer was von euch. Könnt ihr mir mal Bescheid geben, weil ich war fast so weit und hatte den Gedanken gespielt, aber sie sind alle paar hundert Kilometer von mir weg, dass ich da mal hinfahre. Ich habe es dann halt doch nicht gemacht. Aber würde mich mal interessieren, ob das so der harte Kern vielleicht sich trotzdem getroffen hat. Könnte ich mir vorstellen, wäre eigentlich cool. Also wenn ihr was wisst, sagt mir mal, gib mir mal Feedback. Danke. Bisschen Staub, hä? Leute, das ist die Schotterautobahn. Das sind auch solche unterwegs. Fahrrad. Und es gehört sich natürlich, wenn Fahrradfahrer, Spaziergänger oder sowas unterwegs ist, dass man da halt mal vom Gas extrem runter geht, damit es nicht staubt. Aber wenn freie Bahn ist, jetzt beschleunige ich immer noch mal durch.
Wir sind jetzt gerade wieder an so einer Stelle gelandet. Ich mache erstmal hier Rundumblick. Hm? Wir haben hier Acker. Ich habe nämlich eine Idee, deswegen will ich das jetzt hier gerade mal so zeigen. Hier sind noch die Sonnenblumen. Die blühen langsam ab. Ganz dahinter werden wir die Hochhäuser sehen. Das ist die Stadt Fulda, das ist der Aschenberg. Dann, wenn wir hier weiter schwenken, wo diese ganzen Windkrafträder stehen, das ist Vogelsberg. Aber wir sind jetzt hier noch in der Gemarkung Kalbach. Zeige ich euch. So. So, hier ist ein Friedhof gewesen. Ne, ich will jetzt nicht so lange dran halten, ihr könnt es ja anhalten, wenn ihr es lesen wollt. Der ist ja jetzt hier vor Jahren restauriert worden. Das war halt so eine Gemeinschaft. Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer mal gern anfahre. Wir stehen hier nur noch ein paar. Ich will jetzt auch nicht reingehen, ich habe jetzt da keine Lust. Wir stehen vereinzelt noch ein paar Gräber. Aber insgesamt ist es halt so ein Ort. Wir haben auch hier hin eine schöne Aussicht. Ich werde mal gucken, wenn wir hier hin rausgehen. Hier kann man mal entspannen. Ein Ort des Friedens, würde ich sagen. Gut. So, weil ich heute wieder so chillig unterwegs bin, habe ich mir überlegt, ich mache da eigentlich keine Werbefilme draus. Auf jeden Fall mache ich so geführte Enduro-Touren. Das war jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen weniger. Durch die Pest zum Beispiel. Da konnten wir uns hier draußen in der Natur mit den Enduros nicht. Das ging nicht. Weil in jedem Feldweg waren Spaziergänger mit Kinderware, mit Hunde und was weiß ich. Also alles Leute, die wo normal einen Kaffee sitzen oder einen Eisdielen, die waren hier alle bei uns unterwegs. Weil bei uns ist nämlich hier so eine Gegend, da ist nämlich eigentlich gar nichts los. Ich kenne das alles schon seit Jahrzehnten. Ja, der eine oder andere fragt sich jetzt, Enduro fahren oder eh verboten. Ja, ist verboten. Es gibt aber viele Wege. Ich kenne mich halt aus, da kann man durchfahren. Und es ist auch der eine andere dabei, wo man nicht durchfahren darf. Wichtig ist, man tut sich benehmen. Und was auch noch ist, viele Gebiete sind aufgeteilt in Jagdgebiete. Da gibt es halt Jäger, die halt einen Haufen Geld bezahlen für ihre Pacht. Und da sind halt auch Jäger dabei, die sagen, hier, du mit deinem Ding da, ich will dich bei mir nicht sehen, ich bezahle hier im Jahr so und so viele Tausende und das ist mein Gebiet. Gut, akzeptiere ich, fahre ich ja nicht rum. Und mit vielen bin ich halt so, alles gut. Ne? Es gibt Regeln, uhrzeittechnisch zum Beispiel, will ich jetzt auch nichts weiter groß sagen. Vor allen Dingen hier kein Spektakel, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, ihr kennt meine Straßenmaschine. Mit der Enduro am besten flüstern. Die macht nämlich immer gar kein Spektakel. Bei mir springe noch nicht immer, was ich normal nicht mache. Aber es kommt immer vor, dass ich halt wirklich, wenn ich alleine bin, zu spät heimkomme und die Rehe grasen hier draußen. Die springen noch nicht immer mehr weg. Weil ich erstens mal leise bin und halt auch durchfahre und da kein Speck. Egal, will ich mich nicht drauf. Ich überschlage mich gerade mit meinem Geschwätz. Verdammt nochmal. Ich komme nämlich wieder nicht zum Punkt. Also, Idee ist jetzt passt mal bitte auf. Anfänger, die vielleicht auch noch nie Enduro gefahren haben, vielleicht mal ganz früher da im Gelände mit ihrem Mofa unterwegs waren oder wie auch immer. Wenn es geht, eine Gruppe. Ich habe Enduros zum Vermieten. So eine Gruppe, so ab ungefähr 3-4 Mann.
Mehr wie 6 geht nicht, mehr Enduros habe ich nicht. Die können sich bei mir melden, aber nicht hier über YouTube. Dann können sie mich anrufen, meine Telefonnummer ist eigentlich immer bekannt. Oder schreibt mir halt eine E-Mail. Aber nicht über den YouTube-Kanal, da bei Kommentaren, da habe ich jetzt keine Lust darauf, dann dazu antworten. Ihr könnt mich, wenn ihr Lust habt, könnt ihr so ein oder zwei Tagestour mit mir machen. Wir fahren so ein bisschen entspannt durch die Welt. Die Gegend ist schön. Und wir fahren meistens offizielle Wege. Ist auch mal was Geteertes dabei, ist auch klar. Ja. Viele machen einen Tag. Aber wir haben auch die Möglichkeit, das 2 Tage zu machen. Ich habe verschiedene Adressen, wo ihr dann übernachten könnt, aber nicht selber organisieren. Lasst mich das, wenn es eine Gruppe ist, lasst mich das machen. Ich habe eben gerade eine getroffen hier beim Spazierengehen. Da habe ich auch schon oftmals Leute untergebracht. Das ist hier Kalbach-Sparhof. Die haben auch sehr gute Übernachtungsmöglichkeiten. Und Essen ist gut und auch am Waldrand, auch alles perfekt. Und es gibt dann auch andere Stelle. Die günstigste Variante ist natürlich, das ist, machen meistens die Hardcore-Jungs, die schlafen bei mir. Bei mir über der Firma habe ich da 2 Zimmer. Einmal, das nennen wir immer das Liebeszimmer, das ist so ein Doppelbett. Und in dem anderen Raum stehen Bundeswehrbetten übereinander. Warte mal, 2, 4, 6, 10 Schlafplätze. Kostet natürlich fast nichts, das ist klar. In einem Hotel oder im Gasthof, wo ich euch unterbringen könnte, mit Frühstück und alles schön. Ich habe auch eine Dusche. Aber da, wo es halt so normal schön ist, da haben wir hier so Preise zwischen 35 Euro was ich jetzt gerade so im Kopf habe, ich bin nicht aktuell, so 60 Euro. So, und in der Preisliga läuft das hier so. Also wenn ihr Lust habt, die Dinger habe ich. Solche, wie ich jetzt hier auch habe. Und könnt man mal durch die Welt fahren. Wenn ihr Lust habt. Ich habe es jetzt die letzten 1,5 Jahre weniger gemacht. Wegen der Scheiße da draußen. Aber ich habe jetzt wieder mal Lust. Und vor allen Dingen, was ich auch noch sagen will, kein Hardcore. Also nicht irgendwelche Leute, die denken, oh Mann, ja, der Druschel, der gibt immer Gas und lalala, nix. Enduro wandern. Wir werden viele Punkte haben zum Anhalten. Und schön chillig und entspannt. Kein Stress. Am besten ist, ihr seid plus minus 20 Jahre in meiner Altersgruppe. Und jetzt mache ich Schluss. Und dann wollen wir an irgendeinen Wasserfall, der da irgendwie auf dem Weg liegt. Und dann fahren wir ins Moto Garage Diner. Das ist ein Royal Enfield Händler und die haben auch ja, einen Burger Grill mit dabei. Und wir fahren wieder nur Landstraße und Feldwege, möglichst den direkten Weg. Mal gucken, wie es wird. 180 Kilometer. So gehört sich das. So, dann gehen wir mal gucken. So sieht es hier drin aus. Richtig geil. Das ist deren Werkstatt. Richtig cool.
das. Das ist ein Shop. Sauna ist so wie Sonnenbude, die ich damals hatte. Essen. It's food time. Sind wieder auf Erkundungstour und haben auch keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Eigentlich wollen wir ein Auto angucken, aber irgendwie sind wir sehr ins Ländliche geraten. So, wir sind hier beim Thomas. Darf ich dich auch filmen eigentlich? Also, wir sind hier beim Thomas. Grüß dich. Moin. Erzähl mal so ein bisschen, was du hier machst. Es war nur ein kleiner Einblick hier. Ja. Es ist alles ein bisschen größer. Also, es ist ein schöner Aussiedlerhof. Wirklich, hier ist nichts drumherum. Das ist richtig gut. Ja, und der Thomas macht hier Choppers. Unter anderem. Unter anderem. Und du machst auch immer so richtig geile Lackierungen. Da hängt so zum Beispiel. Das ist jetzt nicht mehr der Hit. Ja, aber ich finde, allein das finde ich schon wieder geil. Das gefällt mir richtig gut. Aber du machst immer so Flake-Lackierung normal, so wie, genau, so wie da zum Beispiel hängt. Ist auch noch nicht fertig. Ja, aber man sieht, worum es geht. Das ist schon richtig geil. Ja, und das ist hier im Thomas seine Hexenküche. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Jetzt haben wir es kurz vor 10. Wir waren vorher noch in Düsseldorf. Und jetzt sind wir hier. Diese Arbeit filmen. Das ist echt schön. Ja. Das ist halt, ne? Das sind halt Arbeitsschritte ohne Ende, bis du diesen Flake-Lack hast, gell? Ja, das ist geil. Das würde ich allein kaufen, wenn es zu rein. Kein Problem. Ja, ordentlich. Richtig geil. Also ursprünglich. Das ist mal Thomas seine Freundin dann mit der Hand auf den Tank. Das ist schon noch was. Das ist schon mega. Das ist gut einfach. Ja. Jo. Einfach nur geil. Mach ich das noch? Ja, krieg ich drauf. Sau geil. Boah. Top. Und der Fender ist natürlich auch mega. Ja, wer das liest, ist doof. Ne? Ja. Also uns ist es hier auch schon aufgefallen, wir sind jetzt hier in Warnemünde. Hier gibt es kein Corona. Also gestern Abend auch, das ist alles voll. Das gibt es hier einfach nicht. Das ist mal richtig wie eine normale Welt auf einmal. Ja, ja, stimmt. Und was dann? Das ist dann sowas wie so Frühstücken. Ja. Und es gibt noch kein Bier. Noch nicht. Also es gäbe hier Bier. Wir haben auch an der Strandpromenade alle mit Bier gesehen. Aber nein. Ja, das Auto hat durchgehalten. Er hat nur einmal kurz gebrannt. Weil ein Stück von der Haubendämmung auf dem Krümmer lag. Aber ansonsten hat er wieder top durchgehalten. Wird nicht verkauft. Der bleibt. Solange er nochmal TÜV kriegt, mit wenig Aufwand bleibt er. Also, Servus. Hier, hör mal, du, was machst du denn hier überhaupt? Du kommst hier einfach an, stellst hier schon wieder Bier in unseren Kühlschrank und lauter rote Käste. Alfred, da blicken wir doch gar nicht mehr durch. Wo kommst du überhaupt her? Doch, da kommen wir raus. Nee, mach's nicht aus. So, sag, wo du herkommst. Wo ich herkomme? Ja. Von daheim. Und du auch, ich auch. Oh, was Tübe hier.
was hier so alles rumläuft. Und heute ist erst Montag. Ich weiß nicht, ihr. Tagesaufgabe, sie läuft. Vergaser komplett dicht, Leerlaufdüse, nichts mehr. Geht nichts mehr durch. Die hustet noch ein bisschen, aber muss alle mal gefahren werden. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist nur alt, das hat sie drauf. 2000 Kilometer, das Ding hat mehr gestanden, wie sie gefahren wurde. Na ja, gut. Lass uns noch ein wenig warm laufen. Wie läuft das bei dir heute so? Gut, denke ich. Gut. Wenn ich das immer sehe. Da oben hast du schon ein gewisses System drin. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Das wird. Ja. Die Vergaser habe ich auch gemacht letzte Woche. Eigentlich sind sie dicht. Müssen noch eingebaut werden, dann sind sie wahrscheinlich wieder nicht dicht. Aber mal gucken, wie es wird. Wir sind's. Ja, okay. Dann viel Spaß noch. Danke. Ja. Das ist Dirks seine neue Errungenschaft. Gar nicht schlecht. Steht halt auch schon 100 Jahre. Gaszug, Gedämme aufmache. Alles festgegammelt. Das hat die Glaube. 36. Da kann ich den Schäger auseinandernehmen, sehe ich schon. Die lassen wir noch ein bisschen vor sich hinhusten. Ah ja. Die Suzuki ist jetzt eigentlich auch schon wieder so weit startklar. Christian hat das alles gemacht. Steht hier noch eine größere Probefahrt an. Jetzt guckt euch den Kleiner an. Der liegt da bestimmt faul, weißt du das? Bestimmt faul, brauchst gar nicht die Ohren. Jetzt steht er auf. Oh. Ich hab ihn genervt, ja, okay. Hol dir mal was zu trinken, damit du was zum Trinken hast, oder? Ja. Alles klar, das ist mein Dienstag. Beim Carlo. Jetzt sind sie beim Carlo, Alfred. Ja. Und hier. Ha! Da liegt die Schweinerei. Yes! Carlo! Geil! Beim Carlo könnt ihr auch gut übernachten, der macht auch Wurst, Leute. Nur mal so nebenbei. Bei dem gibt's alles. Und hier für unseren Jungfuchs haben wir Schnitzel bestellt. Vegetarisches Essen. Vegetarisches Schnitzel. Geil, ey. Ich hab mein Bier schon weggestellt. So, ich will heute gar nicht so viel filmen. Tristan kommt erst später, der war heute mal auch schon mal da. Der Dirk. Der ist mit seinen Fundamente da beschäftigt, mit seiner Garage, wo er da baut. Und ich will sehen, dass ich den Ofen heute noch standklar kriege. Also ich mache nachher nochmal die Kamera an, wenn es läuft. Ich hoffe, dass es läuft. Die Vergaser, die waren total dicht. Da ging gar nichts mehr. Habe ich jetzt gemacht. Neue Düse drin und alles Mögliche. Da will ich mal sehen, dass der Ofen anspringt. Und da hatten wir heute noch was simuliert. Ist alles noch nicht ganz ausgekommen. Der Alfred war eben noch da. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht, so wie es aktuell aussieht, 1. Oktober Wochenende, das ist ja auch ein Wochenende so, wo das anfängt, dass wir vielleicht nach Italien in die Toskana fahren mit dem Motorräder. Da nehme ich mal der Big. Wenn der Ofen bis dahin einen TÜV hat, nehmen wir den auch mit. Mal gucken. Aber das ist jetzt alles wurscht, egal. Ich will mal sehen, dass ich das Ding noch zum Start bringen wollte. Dann mache ich es nochmal an. So. Soweit habe ich es zusammengeschraubt. Jetzt machen wir noch Benzin in die Vergaser. Mal sehen, was es sagt. Alles gut. Das sieht doch jetzt erst einmal
gut aus. Einmal machen wir nochmal. Standgas hat sie jetzt noch nicht, aber für ein erstes Test, braves Mädchen. Leute, die Woche war wieder spezial. Es war wieder eigentlich alles ganz cool. Aber hier, ich habe hier noch ein Mesh von Bernd. Das Ding hat 200 Kilometer drauf, guck mal. Die hat 200 Kilometer drauf. Moment. Die ist wie neu. Der Bernd hat zu viel. Er sagt, die müsste jetzt mal verkauft werden. So. Warte mal, was hat die für ein TÜV-Stempel? 22, 20. Ja, die ist erste Lassung 20. Hat noch Garantie, alles drauf. Es geht ja eh nicht kaputt. Der Bernd will 2700 Euro haben. Wenn ihr Lust habt, ne? Das Ding ist echt cool. Die Falcone. 125 Gepäck. Geil, finde ich. Melden.